Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmbesprechung hier beim Telestammtisch, wo wir jede Woche über etliche Filme sprechen, die in den deutschen Kinos oder auf diversen Streaming-Plattformen anlaufen. Heute haben wir einen Film aus unter anderem Litauen dabei. Die litauische Einreichung für den Oscar als besten fremdsprachigen Spielfilm in diesem Jahr und den zweiten Spielfilm der litauischen Regisseurin und Drehbuchautorin Maria Kaftaradze. Und hinter dem Wir in dieser Besprechung verbirgt sich zum einen Kati, grüß dich. Hallihallo. Und zum anderen ich, Paul, der den Film aber nicht gesehen hat, aber jetzt gemeinsam mit euch, liebe ZuhörerInnen, etwas mehr darüber erfahren wird. Wie zum Beispiel, worum es in diesem Film geht, der da den recht simplen Titel Slow trägt. Ja, also es geht um eine Tänzerin namens Elena und einen Dolmetscher für Gebärdensprache namens Dovidas und die lernen sich auf so einem Tanzworkshop für gehörlose Jugendliche kennen und weil er da halt dolmetscht und sie dir den Tanzen beibringt und es bahnt sich halt so ein bisschen was zwischen den beiden an und sie fahren auf so ein Sommercamp oder irgend sowas, wo dann die ganz verschiedenen Gruppen ihre Tänze aufführen und dann offenbart eben Dovidas Ellen, dass er asexuell ist und halt keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen eigentlich fühlt und dann versuchen sie ihre Beziehung auf diese Umstände anzupassen und irgendwie miteinander auszukommen, was nicht immer ganz so einfach ist, vor allem da sie beide unterschiedliche Ansichten von einer Beziehung haben und sie eher so der extrovertierte der Typ ist, die halt, was sieht man am Anfang auch, gerne halt auch in die fortgehen, sich dann irgendwelche Männer aufreißen, auch in ihre ganzen Tanzgruppen und den ganzen Tanzkollegen da alles sehr, ich sag mal, frei und alles sehr durchmischt ist und sie auch an gefühlt 50 Türen klopfen könnte, wenn sie gerade mal Bock auf Sex hat und er halt das genaue Gegenteil ist und sein ganzes Leben halt auch anders ist. Und ja, da prallen diese zwei komplett unterschiedlichen Welten halt aufeinander, was sie dann versuchen, in ihrer Beziehung zu navigieren. Okay, jetzt mal, der Titel spielt da sicherlich in vielerlei Hinsicht drauf an, auch vielleicht auf die Beziehung zwischen den beiden. Aber wie slow ist slow denn? ist es ein langsames Figurendrama? Ist es ein gediegenes Beziehungsdrama oder was? Ja, was es ist, man darf jetzt natürlich keine krassen Action-Sequenzen oder sonst was erwarten. Also er ist schon slow, aber es ist kein, also ich meine, das ist auch das Extrembeispiel mit Warrior oder so. Aber er nimmt sich schon seine Zeit mit allem, was halt auch sehr viel mit den Charakteren, vor allem mit Dovidas Charakter auch zusammenhängt. Aber ja, der nimmt sich schon seine Zeit, um das alles zu zeigen. Und dann wird dann auch, also ist ganz interessant, wird, glaube ich, auch immer schneller, wenn es um sie dann geht, auch über die ganzen Tanzeinlagen und alles, dann passiert dann auch was. Aber das ist einfach, glaube ich, auch der Unterschied zwischen ihnen beiden halt, einfach wie sie als Personen sind und wie ihre Persönlichkeit dann einfach ist. Ja. Und du hast das Thema Asexualität schon angesprochen, was ja hier ein großer Bestandteil ist, nehme ich an. Und was man ja jetzt nicht so oft im Kino oder auch im Serienbereich oder sowas sieht, mir fällt spontan, ich muss überlegen. Ich kenne, glaube ich, eine asexuelle Person, also die auch offen asexuell lebt und wo das auch tatsächlich thematisiert wird. Und das ist in BoJack Horseman. Okay. Animationsserie auf Netflix. Aber ansonsten, wir haben viele, also mittlerweile zum Glück vor allen Dingen auch in der Edition Salzgeber, die ja den Film auch hier hierzulande rausbringen, viele Filme über homosexuelle Paare, über bisexuelle, auch das ein oder andere Mal transsexuelle Persönlichkeiten. Aber Asexualität ist selbst innerhalb von diesen Themen dann meistens nur am Rand oder halt ist nie so richtig behandelt. Wie geht der Film damit um? Also zeichnet der dann tatsächlich auch mal so ein Bild von Asexualität, wie man es jetzt vielleicht noch
wie man es selten sieht im Kino oder ja, also ich finde ich schon, also wie gesagt, es ist halt, da prallen halt wirklich zwei Extreme eigentlich aufeinander, was halt auch so die Vorstellungen angeht, was eine Beziehung zu, oder was sie in einer Beziehung wollen und wie sie miteinander umgehen wollen und so. Und ich finde schon, dass man auch vor allem sieht, mit was er da, oder mit was beide Seiten auch irgendwie strugglen, auch wenn das, also er sagte dann, dass er asexuell ist und ihre erste Reaktion ist, findest du mich nicht schön, zum Beispiel, weil sie da halt auch mit nicht umgehen kann oder halt einfach gar nicht wohnt ist, weil ihr Leben halt auch komplett anders ist und sie nie damit Berührungspunkte hat und sich dann halt von ihm eigentlich nicht abgestoßen ist das falsche Wort, weggestoßen fühlt, weil sie halt glaubt, dass sie das, keine Ahnung, alles falsch interpretiert hat, bla bla bla, aber er ist einfach nur so, nein, das heißt nicht, dass ich dich nicht auch anziehen ist das falsche Wort dann, aber dass ich nicht auch mit dir eine Beziehung vorstellen könnte, aber ich fühle mich einfach nicht sexuell hingezogen, weil das ist einfach, wie ich bin. Und ich finde schon, dass er einen guten Schritt in die richtige Richtung macht, das auch zu erklären und zu sagen, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich nicht trotzdem mit dir zusammen sein will und so. Und das zeigt er auch, und er zeigt dann auch die so, ich sag jetzt mal, domestic every life moments, wo man auch sieht, dass es zwischen den beiden funktioniert. Spoiler. Es endet dann halt aber trotzdem nicht mit ihnen beiden, weil einfach ihre Lebensrealitäten zu weit auseinander sind, um das zu navigieren. Und was auch vollkommen okay ist, dass sie sich einfach unterschiedliche Sachen vorstellen und sie auch beide von Anfang an sagen, eher so wie sie werden sich nicht ändern. Das sind, wie sie sind, und sie können es probieren, aber das sind einfach, wie sie beide sind, und das ist ja auch vollkommen okay, so dass man auch draufkommt, okay, es funktioniert so gerade nicht, aber es heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann. Ja. Klingt nach einem Film, der in erster Linie durch das Zusammenspiel seiner Figuren oder eben durch seine Figuren funktioniert und wahrscheinlich auch durch die zwei Schauspielenden. Ja, auf jeden Fall, und die machen das auch verdammt, verdammt gut. Also ich habe die beiden vorher auch noch nie gesehen, aber ich weiß nicht, was deren Filme davor waren, aber die funktionieren auch sehr gut zusammen auf der Leinwand, auf dem Bildschirm. Und es macht Spaß, denen dabei zuzuschauen, und die tragen den Film wirklich. Es klingt auch nach, dann wahrscheinlich, wie wir es auch im litauischen Kino haben, nach sehr naturalistischen Beobachtungen oder einfach Beobachtungen, wo die Figuren sich einfach entfalten und nicht groß, also es gibt keine verschnörkelten Kamerafahrten oder verschnörkelte Bilder. Oder irgendetwas, was da das Ganze dann noch in eine bestimmte Richtung lenkt. Wir haben keine Zooms irgendwie auf Gesichter mit, oh, da, nein, es ist alles sehr, auch alles sehr, sehr, sehr weit, immer sehr viele Räume aufgenommen und dann einfach die Figuren in ihrem, ein bisschen so wie so ein Theater, in ihrem Setup dann, und dann interagieren sie einfach miteinander. Okay. Ja, gut. Ist ein kleiner Film. Ich weiß auch nicht, ob wir darüber jetzt noch viel Wörter verlieren können. Wenn du nichts mehr hast, was du jetzt unbedingt nochmal ansprechen möchtest, dann kannst du gern ein kleines Fazit zu Slow fällen. Ja, also ich finde, dass ich finde, dass der Film auf jeden Fall mal eine komplett andere Perspektive aus dieses ganze Thema Beziehung lenkt, was ich sehr gut finde. Auch, dass das Thema Asexualität da mal in den Vordergrund gerückt wird und da mal diese Sicht auch gezeigt wird. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren zum Glück auch mehr nicht konventionelle Liebesgeschichten. Nicht oder heteronormativ. Ja, genau. Genau. Immer das Gleiche bekommen, was eine sehr schöne Abwechslung ist und im Genre, glaube ich, auch sehr, sehr gut tut. Ja, ich finde, wenn man sich für sowas interessiert und auch diese, auf, keine Ahnung, Liebesfilme steht, ich bin kein Fan von Romanzen, aber mal da so einen frischen Wind reinzubekommen und frische Perspektive zu sehen, tut halt einfach gut. Und deswegen bin ich voll dafür, dass Leute in diesen Film gehen und den schauen, um mal ein bisschen was anderes in diesem Genre zu sehen. Und wie gesagt, die Schauspielerinnen sind genial und kann man machen. Also Slow ist ab dem 21. März in den deutschen Kinos zu sehen. Wenn euch die Besprechung jetzt so ein bisschen neugierig gemacht hat, dann schaut doch gern mal im Programmkino eures Vertrauens vorbei. Vorbei hören können alle von euch gern hier auch beim Telestammtisch bei anderen Besprechungen. Kathi und ich haben zum Beispiel zuletzt zwei Kurzfilme von Pedro Almodóvar besprochen. Ja, wo wir aber
konsequent Taylor Swinton bezeichnen. Aber hier beim Telestammtisch gibt es auch natürlich zu größeren Sachen, wie zum Beispiel zu Dune 2. Und ich meine, wenn dieser Podcast hier erschienen ist, müsste auch was zum neuen Ghostbusters zum Beispiel im Feed zu finden sein. Sollte euch das also interessieren, dann hört dort gerne vorbei. Lasst gern einen Kommentar oder eine positive Bewertung da. Und ja, damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.